Ja, da steckt der Karren mal ganz schön im Dreck, würde ich sagen. Und in Leichen. Das ist, nun, also die letzte Folge war ordentlich stressig und schlimm und überhaupt alles. Ein Bett für 4 Leute, nice. Korrigiere, 5. Gut, wir müssen den Karren hier im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder aus dem Dreck ziehen oder in dem Fall wahrscheinlich auch schieben. Hepp. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben. Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Es geht schief. Wir kommen nicht mehr drauf. Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Genau das wusste ich, dass das passiert. Aber wäre es nicht irgendwie intelligent gewesen, man hätte... Ach, ciao. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ob da wohl jemand Werkzeuge dabei hatte? So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Werkzeug, bitte. Die Frage ist, wo? War genau der Satz, der mir in den Kopf schoss in dem Moment. Wo ist diese verdammte Insel? Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Nicht gut. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Was sind Hirsche? Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh, Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Neue Erinnerung, der röhrende Hirsch. Das war... Das war... Codex, Aufwerten, Fertigkeiten, Herstellung. Nochmal Codex? Wo sammeln Erinnerungen? Abspielen. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Pa. Okay, man kann nur das nochmal abspielen, nicht die Erinnerung selbst abspielen scheint's. Aber das war, als sie auf Jagd war mit ihrem Vater. Ganz zu Beginn von Hier Teil 1. Ist dein Weg. Ich will nochmal in die andere Richtung ganz kurz gucken, weil... Also den... Wir hätten wahrscheinlich auch direkt hierher gekonnt, dann hätten wir den Umweg über den Hirsch nicht gemacht, ne? Hier durch. Dahinter sieht wieder nicht gut aus. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, sie sind da oben! Was ist das? Oh nein, 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 nein! Was ist los? Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Delta, Amicia! Scheiße! Bleib weg! Aber Hugo kann die doch kontrollieren, oder nicht? Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Geht's gut, Hugo. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Was?
Also, da scheint die Sonne hin und dieses Ding hier ist doch bestimmt auch zum Anzünden. Dieser Heuballen brennt bestimmt gut, aber der verbrennt schnell. Müssen wir nicht einfach nur zum Schiff? Also, wo müssen wir hin? Ah ne, da kommen wir nicht aufs Schiff, wir müssen zu diesem Steg. Ah, wir müssen da ganz hinten durch. Ne? Das ist jetzt kein Spaß, es ist exakt so gemeint. Okay, gut. Put, 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 put. Komm schon, lauf! Puh, alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Tun wir das. Aber der hält nicht, hä? Lass mich raten. Wenn ich den jetzt loslasse. Das wird nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich geh rüber. Viel Glück. Gegengewicht. Na dann mach du mal und zack. Lukas, du bist dran. Na gut. Genau, Meister darin, offensichtliche Drohnen zu übersehen, ne? Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Wenn das Ding brennt, ist die große Frage, ob ich dann da rüberkomme. Ich verstehe noch nicht so ganz, was wir machen müssen. Da ist der nächste Kran, aber da muss ja auch irgendwie der Dingsi erstmal hinkommen, ne? Nicht. Ja. Ich muss wahrscheinlich einen Topf nehmen, ne? Die Frage ist, brauchen wir den... Wow. Die Frage ist, brauchen wir... Den... Warte mal, wenn ich jetzt das Ding anzünde, komme ich dann da drüben hin? Nee, auch nicht, ne? Hör mal ganz kurz. Nee, komme ich nicht. Okay. Ich habe nicht mehr so viel. Also, wir können da einen Topf hinwerfen, der ein bisschen rumsprenkelt, aber dann ist halt unser Topf weg. Ich fürchte, wir müssen... Heute gibt es wieder einen Topf, meine Damen und Herren. Wir nehmen den mit Feuer. Weg da. Wir schaffen. Ha, ja. Genial. So. So, und jetzt gibt es hier ein Gegengewicht. Das Problem ist, dass Lukas dann im Grunde... Hier kommt's! All das nur, um nach Marseille zu kommen! Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht! Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran! Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da! So ist's gut! Alles klar! Ach so, er kann das auch. Okay, ich hab das gerade schon... Dann mal weiter! Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Na gut, dann müssen wir halt schnell zum Boot zurück. Wenn es so ist, dann gehen wir jetzt halt schnell. Und wie? Ach, lass mich raten, ich muss mit dem Licht laufen, ne? Komm ich da hoch? Weil da ist nichts zum Klettern. Ich habe keinen Topf mehr, ne? Hab ich hier, ist hier irgendwo... Ja, mach du mal, wird schon irgendwie dein gehen, Einsatz, ne? Einsatz, Lukas! Geht klar! Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite.
Richtig. Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt. Ich lauf los. Komm schon, schnell. Nein, Lukas, und was jetzt? Hier, fang. Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe. Was ist das? Schnell, das hält nicht lang. Weg da, haut ab, das mögen sie nicht. Das Berührte erzeugt beim Aufprall für kurze Zeit Licht und das kann dir auf gut Deutsch den Arsch retten. Was war das? Pyrit, ein Mineral, habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet, danke. Ich dachte, da kommen nur Funken, aber das... Ich brauche mehr. Dann halte danach Ausschau. Alles klar, jetzt bringe ich dich rüber. Pyrit. Wo stelle ich denn das jetzt schon wieder her? Ja, mal gucken. Okay. Das ist da unten bei den Messern, das andere da, ne? Das andere Symbol. Okay, gut. Wisst ihr, was mich besorgt? Warum nehmen wir so viel Feuer? Na, mal gucken. Das muss reichen. Ja, hätte ich doch Teer verwenden sollen vorhin bei dem Topf. Was ist jetzt los? Ich hab nichts anderes gemacht. Was ist los? Alles klar, lässt sich komplett drehen. Hä? Halt durch, Lukas! Lass doch, meine E-Taste funktioniert nicht mehr. Sie hier nicht hochklettern. Ich habe ja schon mal beklagt, dass meine E-Taste nicht mehr funktioniert, dass die so stottert. Jetzt zählt sie hoffentlich durch. Drück so fest, ich kann. Da drüben müssen wir ja auch noch hoch, ne? Und jetzt? Oh fuck, jetzt müssen wir die anzünden, runterrennen. Nein. Alles klar. Dass ich das Falsche ausgerüstet habe, ist undankbar gewesen. Gut. Ja, hab schon verstanden. Ja, doch. Man konnte leider nicht vorher eingreifen. Wir denken jetzt auch nicht darüber nach, warum bei jedem Kran hier, die ja für Schwerlasten ausgelegt sind, so scheinbar sehr häufig und immer wieder und überhaupt schon... Der Kran bewegt den Heuballen. Könnte hilfreich sein. Ja, toll. Das, ja. Also ich wollte eigentlich nur sagen, erstens... Warum hat hier jeder Kran Heu? Zweitens, warum nur Heu und nicht wirklich schweres Zeug? Denn das, was da drin ist, das schleppt man mit zwei Mistgabeln rüber. Und warum klimmt es? Los! Bitte. Geschafft! Gut gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ja, also ich bin da. Ich hab keine Ahnung. Also ich hab hier... Achso, ich kann die eben... So wird es klappen. Wie weit kommt der mit so einer Fackel? War das nochmal mit dem Werfen? Wie war denn das Werfen? Ah, ups. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Ich nehm schon mal. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Denk dran, das hält nicht ewig. Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, renn! Nicht denken. Ja, du bist ziemlich schnell. Ach, danke. Es geht nichts über gute Motivation. Okay, pass auf, Kollege. Ich sitz fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Ist okay. Bleib, wo du bist. Dann kriegst du halt keine Fackel. Ich dachte, er kommt zu mir halt irgendwie, aber ist okay. Gut.
Ich frage mich gerade, ob ich eventuell eine Fackel mitnehmen sollte für ihn, aber ich glaube, so denkt das Spiel nicht. Was ist jetzt los? Ach so, halt. So, jetzt geht's! Jetzt! Komm schon, na los! Nein, Amicia! Ja, die endlose Gier. Ach bitte, dass wir jetzt schon da sind, wo ich ihn rübergeschickt habe. Nein! Ich bin... Nein! Hier? Ach komm schon. Das ist ja nicht wahr. Halt, halt, halt. Kiste. Alles nochmal. Okay, also dann... Ich muss scheinbar... Das Ding hier, ob ich das vorher schon treffen kann? Also... So, und da unten müssen wir hin. Das heißt, wir brauchen doch da eigentlich Zeug. Ich habe keinen Topf, ich habe keinen... Also, ne, wenn man jetzt hier... Wenn der Heuballen ist ja hier. Ich habe vorher auch Alt gedrückt und geguckt, ob der den irgendwie nochmal bewegen kann oder so, aber nein. Der Heuballen ist hier. Er macht den Schein... Wir kommen damit nicht bis zur Treppe. Oder können wir da runterspringen? Das wäre eine Möglichkeit eventuell. Aber... Boah, ich will nicht schon wieder hier starten müssen, wenn ich das jetzt nicht ganz kapiere, wie es funktioniert, ne? Da drüben hoch geht auch nichts. Da ist die nächste Treppe ist erst dort. Da. Da hochjumpen geht. Da hochjumpen geht. Aber vorher die Kiste leeren, oder? Das gehen wir hin. Hier die Kiste. Lässt sich komplett drehen. Ein Kran, sie zu knechten und vier Kräne. Solange sie hier nicht hochklettern. Den im Wahnsinn zu treiben. Ach, jetzt habe ich bestimmt. Warte. Ah, doch, funktioniert noch alles. Okay, dann. Der Kran bewegt den Heuballen. Könnte hilfreich sein. Oh, der soll ja auch eine Weile brennen, von daher. Ah, ich hänge. Los, los, los! Geschafft! Gut so. Gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? So wird es klappen. Ich hab da so ein Déjà-vu, das müsste gehen. Zack, ich weiß jetzt sogar auch, wie man wirft. Guck mal, geht alles viel schneller. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das, lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Erkenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los. Manchmal yeah. möchte ich schreien. Nicht denken! Los! Nicht ja, denken. Mal ein bisschen schneller! Ja, gut! Alle ja, gut gemacht! Du bist ziemlich schnell! Danke! Es geht nichts über gute Motivation! Hier ist noch ein Heuball! Yes. Ich zünd ihn an und dann komm schon, na los! Was? Mal sehen, was da drin ist. Ja, mach hin! Ich weiß auch nie, was da drin... Werkzeug. Okay, dafür übrigens, hat sich's gelohnt. Ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Und wie sich das gelohnt hat. Damit kann ich schneller rennen. Die Frage ist, ich glaube, wir werden... Fast geschafft. Durchatmen. Ich zusätzlich einen Topf. Versuche es. Aber schon jetzt zu wenig. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Püree und Bolzen. Also pass auf, wir warten einfach... aufs zweite Werkzeug, auch wenn das jetzt gerade schade ist. Aber wir warten auf das zweite Werkzeug. Was war das? Stücke. Oh Gott, toll. Wir warten auf das zweite Werkzeug und dann können wir damit den Level 2 Skill halt bleibt, wo ihr seid. Also wir müssen da runter, die Treppe runter, das Feuer muss halten. Ha.
gut. Wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Sehe ich genauso. So, einmal ein frischer Stock. Dann schauen wir uns ganz kurz an, wo wir jetzt hin müssen. Ach so. Da durch. Amicia, ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Haben ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Kette, Schmette, sage ich immer. Meine Güte. Die verdammte Kette ist im Weg. Was soll ich mit der... Ist das so eine Fähre? Die Kugel ist mit der Kette verbunden. Mal sehen, was sie macht. Das ist wohl ein Stoß. Sie steuert eine Fähre. Eine Fähre, das Wort habe ich gesucht. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Ach so? Warum war du? Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Was heißt hier? Ich kann ja die Fähre nehmen. Wie? Eben nicht. Hä? Ich weiß, manchmal stelle ich mich auch wirklich an, aber... Wahrscheinlich haben 3/4 von euch die Lösung hier gerade wieder parat, aber also wenn man kurbelt, ich kann die Fähre nicht nehmen, weil der anderen kann ja die Fähre nehmen. Also lass mich mal ganz kurz gucken, zurück kommt man hier nicht mehr, ne? Ich bin nur einfach, nee. Wir sind hier mehr oder weniger einmal ducken. Steht im Weg, Amicia. Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Er muss den Wagen hochziehen, aber ich weiß nicht, um was ich dann komme. Pass mal auf, du... Wagen. Schaffst du das, Lukas? Sofort. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Ich bin zu müde, mich darüber zu beschweren, dass sie nicht vorne ins Wasser geht. Oh Gott. Alles in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da! Nein! Ist schon gut, keine Sorge! Tut mir Alter. Leid! Warum? Wieso denn? Wieso muss das... Nein! Bitte nicht! Tut mir leid! Ich muss... Ich will nicht. Bitte, verzeih. Es muss leider sein.
jetzt mal! Du hast es geschafft! Ich bring die Fähre zu dir! Ja, bitte! Komm zurück! Bin unterwegs! Das war bestimmt schrecklich! Ja! Ich weiß noch nicht, was ich davon... Fertig? Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Ich lass mir Zeit. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Du kannst aufhören. Dass dieses Spiel so sehr mit der... mit dem Ekel arbeitet. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Hier ist Loot. Den nehme ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit dem Widerlichen und dem Ekel ein bisschen zu übertrieben findet. Also ich tendiere leicht dazu. Die Kette muss weg. Hier das Gegenstück, da kann man scheinbar schleudern. Könnte klappen. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ne? Ja, mit der Spannung. Wenn die zurückschnärt. Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ui. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Ich muss einfach gucken, weil Werkzeug und so. Guck mal. Guck mal. Wenn da oben kein Loot ist, fresse ich die Leiter. Ich hab kein Messer. Ich hab kein Messer. Ja, irgendwo ein Messer. Das kann nicht sein. Wie viel Loot übersehen wir denn? Wie viel Loot übersehen wir denn bitte? Ich gehe jetzt hier nochmal kurz gucken, ob irgendwo ein Messer liegt. Aber weißt du, wenn hier ein Messer verlangt wird, okay, haben wir eins eingesetzt zu viel? Nee, das einzige Messer, was wir hatten, hatten wir an der letzten Werkstatt eingesetzt. Wir haben jetzt keinen Soldaten mit einem Messer erdolcht. Haben. Steckt auch nicht irgendwie zufällig eins drin oder. Ist das furchtbar, dieses Gefühl, wichtige Sachen übersehen zu haben. Jetzt hat er da was oder war das nur. Das war nur das Licht, ne? Vorne, ja. Ich gehe nochmal ganz kurz. Nur mal. Kurz gucken, ob hier eventuell noch ein Messer war. Ansonsten. Ist das... Huch, war die Kamera jetzt komisch. Ist das elend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, so ihr denn mögt. Messer! Dann doch nicht mehr nächste Folge. Dann machen wir jetzt noch hier... Dann werten wir noch auf. So viel Zeit muss sein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Spiel. Was haben wir denn hier? Feini! So, und wenn ich mich richtig erinnere, war da letztes Mal auch ein Werkzeug. 5 Stücke. 10 Stücke. 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 Nein, nein. Werkzeug, jawohl. Sehr gut. Mal sehen, was sich machen lässt. Famos! Und jetzt können wir uns überlegen. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Öder verbessert ihre alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Das mit dem Töten ist immer so eine Sache. Ich meine, das erlaubt uns jetzt auch tatsächlich Gegner zu töten, die einen Helm tragen.
Ist schwierig. Wollen wir das töten oder wollen wir das mit der zwei Schuss nehmen? Die Schuss sind an sich bisher selten so gewesen, dass ich schnell feuern musste, weil meistens, ehrlich gesagt, meistens tragen die Ochsen Helme. Ich mach mal das Töten. Das sollte die Sache erleichtern. Also, sind wir mal ehrlich. Wenn ich mich so an die letzten Rätseleien erinnere. Schleichereien. Da mal einen gezielten Topf Ignifer geschmissen, da wo ich verfolgt wurde, wo ich zur Tür wollte. Das hätte mir mehr geholfen, als da zweimal schnell schießen zu können. Dann taumeln die zwar kurz, aber das war's dann auch. Probieren wir es mal so und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, so ihr denn mögt. Bis dahin, ich gehe mich jetzt erholen. Tschüss. Ach ja, es ist mein Stream Deck ausgefallen. Ich kann die Folge nicht beenden, mein Stream Deck will nicht. So, jetzt aber. Ciao.